Nicole, bist du aufgeregt? Oh ja, total. Moin. Was machst du hier? Ich bereite mich auf meinen Pitch vor. Und? Bist du aufgeregt? Bisschen. Social Spot Idee, Superhelden. Und aufgeregt? Etwas. Aber solange wir das solide rüberbringen, denke ich, dass wir es ganz gut abschließen können. Ja, also herzlich willkommen zum großen Tag. Jetzt findet der Pitch statt und wir sind sehr froh, dass Herr Mettel wieder bei uns ist. Diesmal erhoffen wir uns gute Ideen zum Thema Optimismus. Es gibt, weil viele Dinge sich einfach in die richtige Richtung entwickeln. Aber in den Medien geht es halt oft unter, weil wir uns auf die Katastrophen oder die Probleme konzentrieren, weil das einfach oftmals die besseren Nachrichten sind. Deshalb ist es so wichtig, Optimismus oder positiv Dinge zu zeigen und damit natürlich auch Leute zu inspirieren. Ja. Nacht ist auch gerade ein Internet auf dem Boden. Eigentlich Intelligenz in Sache. Aber. Und es geht um einen Jungen, circa 12 Jahre alt. Die möchte ich quasi. Und dann habe ich den kann aber auch fern verstehen. Das heißt, den FDA. Wir waren ja heute hier und haben uns. 11 Ideen angucken dürfen und da waren wirklich viele gute drunter. Wir konnten leider nur 4 nehmen. Deshalb mussten wir auch ein paar harte Entscheidungen treffen. Wir hoffen, wir haben die 4 richtigen gewählt. Und wie es auch beim letzten Mal, als wir kooperiert haben, war, gab es da noch einen Film, der war Favorit der Studentinnen und Studenten. Und der wurde noch oben drauf gelegt und wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl und wir freuen uns wirklich auf die Ergebnisse. Jill! Wie fühlst du dich nach diesem grandiosen Pitch? Gut. Manz, wie fühlst du dich? Dankeschön, ja, erleichtert, auch sehr gut. Sehr, sehr glücklich, dass es so einstimmig genommen worden ist. Gut, ich bin positiv überrascht von der Reaktion und freue mich, dass mein Projekt genommen wurde. Nee, ich habe damit nicht gerechnet, weil während des Pitches war ich sehr wackelig. Auf wackeligen Beinen. Ich habe absolut Bock. Also das ist jetzt das mein Herzensprojekt für dieses Jahr, was wir noch abschließen werden. Ich werde meinen ganzen Fleiß dort reinstecken, denn gerade was soziale Kampagnen angeht, liegen mir seine Ahnung deswegen. Ich bin ganz glücklich, wie es jetzt ist. Bist du überrascht worden? Ja, doch. Überrascht war ich auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt einfach darauf, dass es losgeht und dass wir diese 5 Spots realisieren werden. Und ich glaube, das wird noch konzeptionell ein langer Weg, den ich dann mit den Regisseuren gehen muss. Ich freue mich total auf die Realisierung von den Sachen. Hat uns sehr gefreut, hat uns sehr begeistert, hat sehr viel Spaß gemacht.